Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr sehen habt, Bi-Simulator, also Bienensimulator, wollen wir jetzt anzocken. Mausi ist auch wieder da. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also die Bilder, die ich gesehen habe, sahen ganz gut aus. Nun, jetzt habe ich kein Bild mehr. Ach, jetzt. Wir wollen Deutsch. Von Big Ben ist es. Okay, also meine Speicherung. Die Honigbiene, eine kleine Heldin in einer großen Welt. Die Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber. Also die Bilder, die ich gesehen habe, sahen anders aus. Sie bestäuben fast 100 Pflanzen. Mit irgendeiner Naturorganisation So ist üben sie das den auch zusammengemacht fruchtbarsten Job oder der Welt aus. wird gefördert oder irgendwo Aber stand da ohne was da. sie wird das Leben, so wie wir es kennen, enden. Ich finde die Musik ein bisschen laut und die Und Stimme leise. Bienen sind bedroht. In den letzten Jahren sind Millionen von Bienenvölkern auf der ganzen Welt verloren gegangen. Außer ihren natürlichen Feinden wie Bären oder Parasiten müssen die Bienen mit neuen Gefahren zurechtkommen. Der Mensch. Pestizide, Nee, das ist wenig nicht Nahrung und Viren schwächen unsere natürlichen Bestäuber. und Monokultur. Also hört mal unsere Geschichte über die Heldenbiene, um zu erfahren, dass sogar das kleinste Leben zählt und zum Wandel beitragen kann. Ich hoffe, wir können jetzt im Ton noch was einstellen, weil ich finde die Musik etwas laut und die Stimme etwas leise. Ich muss mal gucken, wie es dann später in der Aufnahme ist, weil hier eingestellt ist alles. Verschiedene Tiere so ja zur Auswahl, wie es aussieht. Libelle auch. Wir nehmen jetzt einfach mal Biene und sagen einfach. Und Einstellungen. Ton. Musik machen wir hier auf jeden Fall mal auf 60. Ne, wir machen 50. Oder 45? Ne, wir machen 50. Gesamtlautstärke, SF, Stimmen, was mal alles so ist. Gamma-Korrektur. Helligkeit kann man so einstellen, dass dieses Bild kaum noch sichtbar ist. Also wir sollen es so einstellen, dass es kaum sichtbar ist. Also bei mir ist es so kaum sichtbar, bei euch ist es sichtbarer. Anwenden. Einfach. Audio Deutsch. Untertitel Deutsch. Okay, wir haben so ja Deutsch und so zur Auswahl. Dann würde ich sagen, dann spielen wir einfach mal eine Runde. Also süß gemacht ist es schon mal, muss man sagen.
kleine Biene. Ich muss die Musik noch weiter runterdrehen. Hallo, du. Hi. Mein süßer Bienenstock. Ich bin endlich da. Jetzt geht's irgendwie. Also in den Videosequenzen. Nachwuchs. Hallo, Kleines. Wie ist dein Name? Arbeiten. Odin. Großartig. Nun das Wichtigste zuerst. Lass uns dich das Fliegen einer Biene lehren. Okay. Na los. Vorwärts mit einem L, rückwärts mit L, links, rechts. Hoch mit R2, runter mit L2. Rundumblick mit R, okay. Wow, das war schon mal was. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. Achte auf die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Okay. Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene wird. Flieg einfach durch diesen Spalt. Wartet mal, ich muss noch mal Einstellungen gucken. Ich finde die Gamma-Einstellung, wir sollen jetzt zwar so machen, aber... Mach mal wieder auf Standard annehmen. Und Ton. Machen wir doch mal 40. Haben wir die jetzt auch gespeichert? Einstellungen. Einstellungen, Gamma, was kaum sichtbar ist. Also wirklich, dass das Auswirkungen hat, sehe ich jetzt nicht wirklich. Biene zu werden, musst du lernen, Pollen zu sammeln. Okay, erinnert mich so ein bisschen durch Ringe fliegen, das ist, erinnert mich so ein bisschen an Flow oder Flower. Damals auf der PS3. Ich finde es aber ein bisschen dunkel hier halt in dem Bild. Thank you.
Flower und Flow. Wie sind die Flower? Die waren echt schöne Spiele. Also ich habe sie gerne gespielt. Oh, hier ist noch was. Ah, hier sind noch zwei. Muss ich das jetzt voll machen? Die Welt ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen Farben sehen. Hier epische Pollen. Ah, da, zu Hause. Tolle Arbeit, kleine Schwester. Und jetzt bist du voller rote Beete. Thank you.
Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Bienenstock, ja, ich weiß, aber wo ist der Bienenstock? Ich sehe hier auch keinen. Ist das der Bienenstock? Ist aber da eine Farbe. Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Also hier kann ich definitiv nicht landen. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ich habe auch keine Landkarte, wo ich hin soll. Doch, da. Das leuchtet golden. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Ja, ich würde aber nur gerne wissen, wie. Der Pollen regnet von meinen Beinen.
So, wir können auch andere Bienenarten dann nehmen. Danksagung. Okay. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ja, ich würde mir jetzt gerne hier irgendwie... Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Ja, gute Frage. Da komme ich nicht weiter. Wir müssen doch nochmal gucken. Das war hier vielleicht zum Bienenstock zurück, weil da ist ja was anderes. Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Entschuldigung, Leute. Also ich bin zu blöde. Na, von da kommen wir doch. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den... Wir müssen nochmal zum Hauptmenü. Also irgendwie bin ich zu blöde gerade dafür. So, da, jetzt wird es uns nochmal angezeigt. Rote Beete. Bienenkraft ist... Wir sollen... R1, okay. Bienenkraft ist R1. Überbetrieb, okay. Na, jetzt haben wir auch wieder. Aber vorhin hat er R1 gedrückt und da ist nichts passiert. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Wahnsinn! Das war schnell. Okay, eine letzte Sache. Eine richtige Biene weiß, wie man den gesammelten Pollen absetzt. Ich nicht. Okay, ich lasse ihn automatisch fallen. Dann kann ich wieder neu suchen, oder was? Ja.
Cool. Fantastisch. Du bist jetzt soweit. Folge dem Tunnel, um zum Bienenstock zurückzukehren. Okay. Jetzt komme ich gut durch den Tunnel durch. Okay. Oh, ich habe trockenen Hals. Und nochmal eine Trophäe. Wir gucken gleich mal nach, ob der doch Platin hat. Weil das interessiert ja auch immer viele, ob das Spiel Platin hat oder... Ach Quatsch, nicht bei Einstellung. Platin hat oder nicht. Jo, es hat Platin. Also, du musst sehr motiviert sein, was die Arbeit angeht. Bin ich. Das bin ich. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt viele verschiedene Jobs im Bienenstock. Spurbienen, Wachen, Pflegerinnen. Aber die meisten von uns sind Honigbienen, so wie ich. Wow, ich darf meinen Job selbst auswählen. Schön erklärt, finde ich. Nein, sei nicht albern. Die Königin entscheidet. Du musst zu ihr gehen. Kann man spielerisch noch die Bienen kennenlernen? Nicht schlecht. Da müssen wir mal gucken. Da ist die Königin. Ach, süße Macht mit dem Thronsaal und so. Halt! Keine Bewegung! Warum näherst du dich unserer Königin? Still, meine Wachen. Lasst mein jüngstes Kind sich mir nähern. Nun, Kleines, du bist jetzt eine Honigbiene. Fliege. Scheiße. Es scheint, dass du draußen arbeiten solltest. Mist. Also ich bin eine Honigbiene. Oh, was da steht. 18 bis 20 Grad. Also finde ich gut. Ach, eine Libelle. Ein Reh. Schmetterling. Ein bisschen dunkel, finde ich. Kann nur sein, weil draußen gerade dunkel ist oder so. Oh. Apropos Verkehr, ich muss vorsichtiger sein. Alles klar, lasst uns ein bisschen Pollen sammeln. Ah, Chicker. Thank you.
So, das kann ich nicht mehr aufnehmen. Dann fliegen wir mal ganz schnell. Habe ich den ersten Auftrag schon erledigt, habe einmal eine Ladung geholt. Hey, du bist fleißig wie eine Biene, oder? Ja. Hier geht es dann auch irgendwann lang. Okay, also wir können hier auch noch mehr machen. Vielleicht lernen wir auch noch die anderen Bienen kennen. Nicht die anderen Bienen, aber halt. Ah, hier zum Beispiel. Seht ihr das? Da ist jetzt zu. Da komme ich nicht rein. Dann können wir, wenn wir nur die anderen Bienenberufe kennen. Also für Kinder super. Auch für Eltern. Also klar, man kann immer noch was lernen. Hier schon wieder die gleiche Strecke. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes haben. Oh, was haben wir denn hier? Ah! Die geben uns hier. Okay. Hier seltene Pollen, okay. Mal gucken. Hier waren ja ohne irgendwelche blauen Dinge. Muss man drauf landen. Ah, einer war schon? Nee. Oh, das ist eine Spinne. Ah, gelb, da.
Da drüben ist eine Biene. Und sie sieht nicht gut aus. Ich sollte nachsehen, ob ich ihr helfen kann. Hallo, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe, um in den Bienenstock zurückzukehren? Warte! Soll ich denn der folgen? Nun? So, die hat mich hier nur irgendwo hingebracht. Neugierige kleine Biene. Du wirst dafür bezahlen, dass du meine Mahlzeit störst. Wespe. Oh. Kampf. Oh, ich muss einen Kampf machen. Dreieck, Blocken, Viereck. Attacke. Okay.
Okay, Attacke, Dreieck, Blocken, Viereck. Also blau ist Blocken und rot ist Attacke. Okay. Kater, ich sehe nichts. Das steht aber Gott sei Dank noch da. Bestimmt, weil ich auf einfach gemacht habe. Das ist für mich. Aber warte einfach ab. Hey, es ist sicher. Jetzt kannst du rauskommen. Ich erinnere mich jetzt. Keine Sorge. Sie werden dir helfen zurück im Bienenstock. Danke. Das war ein guter Arbeitstag. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Aber bevor wir nach Hause gehen, sammeln wir natürlich hier noch ein bisschen was ein, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Menschen, sie waren noch nie so nah. Was wollen sie mit unserem Baum? Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Vielleicht ich jetzt, weil die jetzt die zerstören wollen, zur Königin. Und mach meinen eigenen Bienenstamm oder so. Sei leise. Die Menschen versuchen, unseren Baum zu zerstören. Sie haben vorerst aufgegeben, aber bald werden sie zurückkommen, um uns unser Zuhause wegzunehmen. Habt keine Angst. Von diesem Tag an sind alle Spurbienen, aber nur sie, verpflichtet, nach einem neuen Ort für unseren Bienenstock zu suchen. Alle anderen sollen zurück zu ihren Aufgaben gehen.
Spurbienen, okay. Aber ich finde die Stimmen immer noch etwas leiser. Biene zu reparieren. Auf dem Kompass. Zurück an die Arbeit. Wir brauchen noch mehr epischen Pollen für den Winter. Komme ich gar nicht raus? Wo soll ich denn hin? Ach, hier hoch. Wie geht's? Na, ganz gut. Ja, es gibt viele Orte mit gutem Pollen. Ich soll... Komme ich jetzt wieder raus? Ich soll jetzt praktisch eine Heimat finden, oder was? Boah, ey, 51 Minuten. Ich habe gedacht, ich spiele eine... Hey, 30 ich Minuten hab oder dich so. In der Bibliothek gesehen. Du hast nach epischem Pollen gesucht, oder? Ja. Hoch runter. Verstanden. Ich fliege sofort in den Zoo. Worauf wartest du noch? Du bist voller Pollen. Du kannst ihn in den Bienenstock bringen. Ich weiß, aber es gibt eine herrliche Blume in der Nähe. Natürlich, ich werde das für dich tun. Ach, falsch. Ich wollte eigentlich nach rechts machen. Jetzt dann. Jetzt kennst du den Weg. Okay. Viel Glück. Ich kenne den Weg.
Haben wir. Hey, was ist los? Wo ist deine Königin? Königin? Deine Mami, Dummerchen. Wo ist sie? Weg. Meine Mami ist weg. Ich will zu meiner Mami. Oh, nun wein doch nicht. Ich werde sehen, ob ich deine Mami finden kann. Chico. Mein Name ist Chico. Okay, die Mami finden. Entschuldigen Sie, sind Sie Chicos Mami? Wie unhöflich. Hallo, ich suche Chicos Mami. Eine Biene? Bist du eine Agentin der Königin? Rede. Alle Bienen arbeiten für die Königin, aber... Ich wusste es. Ich werde mal um. Hallo, sind Sie Chicos Mami? Tut mir leid, ich kenne keinen Chico. Oh, okay. Ich nehme an, dass Sie nicht Chicos Mami sind. Oh nein, aber ich wünschte, ich wäre eine Mami. Wen meinst du? Es ist ein Geheimnis. Ein geheimes Eichhörnchen? Ja, das ist er. Wen meinst du? Ihn! Ich werde weitersuchen, danke. Entschuldigung, ich will... Was? Meine Güte. Diese Eichhörnchen sind alle... Entschuldigung, hallo? Ich versuche, Chicos Mami zu finden. Oh, armer Chico. Ich kenne seine Mami. Toll. Das ist das Problem, Schatz. Sie ist weg. Weg? Du meinst... Nein, sie hat nur die Stadt verlassen. Armer Chico. Sie muss ihn vergessen haben. Oh, ich werde für dich tanzen. Schatz, ich bin ein Eichhörnchen. Gib mir einfach die Wegbeschreibung. Okay, also, hör zu. Das weiß. Was kriegen wir denn hier? Na ja. Hallo, Lisa. Was? Wer bist du denn? Ich bin es. Erinnerst du dich nicht? Natürlich nicht. Wir Eichhörnchen sind sehr vergesslich, weißt du? Oh nein! Dich essen? Wer? Ein Hund? Ein Bär? Eine Katze? Eine Bärenkatze? Die kleinen Monster, sie sind immer hungrig. Sieh sie dir an! Mami, füttere mich! Siehst du? Ich muss mich um so viele Babys kümmern. Vielleicht keine Larven. Aber mit Nüssen komme ich klar.
brauche mehr. Danke, aber ich brauche mehr. Wundersättlich. Danke, aber ich brauche mehr. Eichhörnchen machen wir noch und dann ist... Toll! Noch ein bisschen mehr, bitte! Wow! Schau dir all diese Nüsse und das Moos und das Zeug an! Ja. Das liegt daran, dass ich das getan habe. Oh, danke. Ich werde nie deine Hilfe vergessen. Hilfst du einem Eichhörnchen, wirst du vergessen, bevor du überhaupt fertig bist. Meine Güte. Pflegefamilie, okay. Aber wir haben das untergekriegt. Hühner. Schreckliche, furchterregende Dinger. Sie legen Eier, wie wir. Aber ihre Larven essen keinen Honig. Sie essen Bienen. Wow, das sind aber große Tiere. Wenn die alte Biene richtig lag, sollte ich jetzt in der Nähe sein. Oh, hier ist auch noch was lila, nicht? Hey, was ist los? In der Tropenzone gibt es eine exotische Blume. Zeig mir den Weg und kehr zum... Ja, zeig mir den Weg. Jetzt muss ich wieder tanzen. Hoch. Hoch rechts. Hoch rechts.
rechts, links, rechts, hoch, rechts, links, rechts. Jetzt kennst du den Weg. Gehört jetzt dem Westenclan. Auf keinen Fall. Wir werden euch nie erlauben, den Zoo für euch in Anspruch zu... Jetzt kommt wieder ein Kampf, oder? Also fürs Kind hat echt süß gemacht. Und vor allem auch einfach, man sieht ja die Tasten, die man drücken soll. Dieses Mal gewinnst du, aber das heißt nichts. Die Westen werden hier herrschen. So, und bei dem Spiel müssen wir dann auch mal wieder was schneiden, damit das rausgeschnitten wird. Die Nachbarin hat ihr Paket geholt. So, jetzt müssen wir gucken, wo, da müssen wir hin. Oh, warte mal hier. Ein schöner Ort. So viele Tiere und Menschen. Aber ich muss mich konzentrieren und die Blumenfrau finden. Da habe ich sie gefunden. Ich kann einige sehr seltene Blumen riechen. Die Blumenfrau muss in der Nähe sein. Oh ja, dieser Pollen ist gut. Aber ich werde mehr als das hier brauchen.
Es gibt noch andere Bienen in der Nähe. Vielleicht können Sie mir den richtigen Weg zeigen. Von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Nein, ich kann nicht. Aber ich habe es annehmen können, das ist schon mal gut. Weil grüne Pollen gibt es ja garantiert hier beim Bienenstock auch und dann kann ich die da auch irgendwo sammeln. Auch nicht. Ja, ganz toll. Schöne 10. Dann würde ich jetzt hier auch gleich beenden. Wird angezockt. Ich hab. So lange wollte ich gar nicht machen. Wir fliegen mal mit der Biene hier hin. So, setzen uns mal hier hin. Zack. Ja, da gucken wir mal in Hirsch an. So. Ein süßes kleines Spiel, was Platin hat. Sehr lehrreich. Finde ich sehr schön gemacht. Also ich werde das auf jeden Fall auf die Pro von meiner Tochter auch mal installieren und dann kann die da mal Bienenspiel spielen. Besser als Minecraft oder so. Da lernt sie auch noch was. Also ich kann es nur empfehlen und es macht auch wirklich Spaß und mit dem Rumfliegen und Einsammeln erinnert mich irgendwie an Flower Flow, so mit der Blume, das Ding, das habe ich auf der PS3 schon sehr, sehr gerne gespielt. So, von mir Däumchen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, ein bisschen trist finde ich es hier teilweise, seht ihr das, wie dunkel das ist? Vielleicht sollte die Stimmung ein bisschen anders, ein bisschen dunkel rübergeben, ich weiß es nicht. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.